Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Wir haben unsere Tabelle gemacht, wir haben gelernt, was eine Tabelle ist, wie man eine Tabelle designt, wie man mit Tabellenbezügen rechnet, wie man diese Tabellenbezüge dann auch automatisch verschiebbar macht, sodass manche fix bleiben, sodass manche mitgehen und so weiter. Gut, jetzt schaut unsere Tabelle eben so aus, wie sie aussieht. Und ich habe schon gesagt, hey, das kleine Minus da vorne, das fällt ja vielleicht gar nicht auf. Und jetzt habe ich meine tolle Firma und wundere mich, warum ich... Und da muss ich schon ganz genau hinschauen. Normalerweise, wenn etwas gefährlich ist, da möchte ich, dass mich das anspringt. Also ich möchte, dass die Farbe oder das Design der Zelle, das mich irgendwie darauf aufmerksam macht, dass da vielleicht ein Fehler vorliegt. Und genau das leistet die sogenannte bedingte Formatierung. Die finden wir hier oben. Und diese bedingte Formatierung, die können wir auswählen. So, jetzt sage ich, das ist mein Gewinn. Das ist das, auf was ich schauen möchte. Schauen wir mal die bedingte Formatierung an und sage, was soll da? Datenbalken? Na, schauen wir mal, was ist da? Das schaut mal schon nicht schlecht aus. Ne? Da habe ich grüne Datenbanken, diese Balken, die sind relativ klein. Dann habe ich massive rote. Ja. Okay, das gibt ein bisschen einen Überblick. Normalerweise schaut das vielleicht nicht so arg aus, weil normalerweise schaue ich, dass ich mit meinem Verkaufspreis zumindest in der Nähe bin. Ja. Und dann sieht das so aus. Ja. Kann aber sein, wie wir gerade gesehen haben, dass es manche Ausreißer gibt, wie zum Beispiel, wenn ich da die 150 wieder eingebe, es gibt so Ausreißer und gegen die verblassen alle anderen. Ja? Natürlich macht mich das darauf aufmerksam, hey, da ist was. Ja? Da ist etwas wirklich Gefährliches, für das kann ich das verwenden. Ja? Ich persönlich mag es nicht so hundertprozentig, weil mich eben das stört, dass dann zum Beispiel der rote Strich da, der fällt schon fast gar nicht mehr auf. Ja? Was ist, wenn ich davon aber, was ist, wenn der einfach wichtig ist für mich? Ja? Das, okay. Ja. Wie werde ich das wieder los? Und so kann ich da hergehen, das markieren, bedingte Formatierung, Regel löschen. Regel in ausgewählten Zellen löschen. Ist schon weg. Schon wieder weg. Ja. Aber wenn man sagt, da gibt es einiges. Was gibt es denn da noch? Farbskalen zum Beispiel. Ah, da. Grün. Ja, das schaut doch gut aus. Ja. Grün, positiven Sachen. Rot, negative Sachen. Da leicht negative sind nur gelb. Ja, schauen wir uns das jetzt aber an. Was ist, wenn ich alle negativ drehe? Ja. Schau, sind auch grün. Die negativ wären auch grün. Es geht nämlich nur darum, eine Skala zu haben. Ja, der nimmt einfach den besten Wert da drinnen her, macht den grün. Egal, ob das positiv oder negativ ist. Man sagt, okay, das, wenn ich zum Beispiel Preise vergleiche, ja, wo wirklich der billigste Preis, wenn ich das niedrigste Grün haben will, dann muss ich halt die andere Farbskala wählen. Ja. Jetzt ist das niedrigste Grün. Ja, das wäre zum Beispiel bei Preisvergleich ganz toll. Und dass man sagt, okay, da kann man sich einen guten Überblick verschaffen über verschiedenste Angebote, ja, wenn man das in einer Liste hat. Und man kauft ein Gesamtpaket, ja, von einem Anbieter und es sind Einzelpositionen angeboten, wie zum Beispiel, weiß nicht, wenn man ein Haus baut, dann ist halt irgendwo ein Mauerwerk, ein Verputz und verschiedenste Sachen ergeben einen Gesamtpreis und wenn man das schön aufgeschlüsselt hat, kann man nicht nur auf den Gesamtpreis schauen, sondern kann auch schauen, wer ist denn überhaupt insgesamt häufigster Grüner, ja? Grün im Sinne von Farben. Und wenn ich nämlich nachher Zusatzstunden oder Zusatzleistungen brauche,
dann kann das sein, dass manche da eben Lockangebote gelegt haben. Und für sowas kann ich mir das gut vorstellen. Aber für unseren Zweck, dass mich praktisch nur die negativen Zahlen so pauf ins Auge springen, eigentlich nicht. Also löscht es wieder. Bedingte Formatierung, Regel löschen. Wie mache ich das also? Es gibt dann auch noch da unten Regel verwalten. Da drücke ich mal drauf. In der aktuellen Auswahl gibt es keine Regel. Logisch, wir haben noch keine Regel definiert. Jetzt kann ich dann eine neue Regel definieren. Und da sehen wir, da gibt es aber schon einiges da oben. Ja. Alle Regeln basieren auf ihren Werten formatieren, alle Zellen. Das ist zwei Farbenskala. Das ist praktisch das, was wir gerade gehabt haben. Das kann ich hier zusammenklicken. Ja. Niedrigster Wert, der kann ich das ein bisschen designen. Ja. Oder, was sehen wir da? Nur Zellen formatieren, die enthalten. Zellwert zwischen, nicht zwischen, gleich, ungleich, größer, kleiner als 0. Ja. Was soll da passieren? Kann ich ein Format festlegen? Und ich möchte, kann man suchen wir die Zahlen, also ob es vielleicht ein anderes Format ist, wie die Schrift aussieht, ja. Wie der Rahmen, ob sich der Rahmen verändern soll, ob sich das Ausfüllen verändern soll. Das mache ich nicht. Ich möchte einfach, dass die Schrift rot wird. Das ist alles okay. Okay. Übernehmen. Und schau, in der einen Zelle ist es rot. Jetzt steht da, die Regel wird gewandt auf $J, $4. Also genau fixiert auf diese eine Zelle. Okay, wenn ich mich nämlich auf diese Zelle setze und sage, Regeln verwalten, dann gibt es keine Regel. Weil die aktuelle Auswahl, die ja nur diese Zelle ist, beinhaltet keine Regel. Hier oben kann ich aber umstellen, dieses Arbeitsblatt, und sehe ich auch, okay, auf diesem Arbeitsblatt, diesem Tabellenblatt, gibt es eine Regel und die gilt nur für $J, $4. Was möchte ich jetzt, wenn ich das auf mehrere anwenden will? Na, dann kann ich hier auf dieses Pfeilchen klicken, ja, und kann sagen, ich möchte es hier anwenden. Übernehmen. Und so müsste es sowieso rot. Ist ja logisch, weil ich nirgends einen Gewinn mache. Jetzt drehe ich an meinen Stellschrauben, sage, das ist 35. Ja, schau, das ist schon wieder. Jetzt greift die Regel nicht mehr. Was passiert, wenn die Regel nicht greift? Es schaltet wieder auf die ursprüngliche Formatierung und ändert diese nicht. Ja, die Regel greift nicht, die Regel ändert die Formatierung nicht. Die Formatierung bleibt ursprünglich und die war halt schwarz. Das ist. Ja, dann. Das nicht so blöd ausschaut, mache ich halt ein paar schön. Nicht? Das hebe ich auch an. Ich muss das jetzt um 500 verkaufen, mache ich einen leichten Verlust, aber kauft zwar Blinker. Zusätzlich passt. So, jetzt möchte ich das aber da rüben auch haben. Eine Möglichkeit wäre, das geht nämlich auch, die bedingte Formatierung ist ein Format, das kann ich darüber übertragen mit dem Pinsel. Funktioniert, wie wir sehen. Ja. Steuerung Z. Ich möchte nämlich noch herzeigen, wie das ist, wenn wir die Regel verwalten. Finde ich nämlich schöner. Ja. Dieses Arbeitsblatt. Und jetzt habe ich da diesen Bereich ausgewählt. So, den Bereich. Und jetzt möchte ich das rüben. Und jetzt kann ich das aber nicht. Schau, ich kann das nicht. Ich möchte das und das. Und jedes Mal, wenn ich es rüberziehe, habe ich das dazwischen mit dabei. Wenn ich das markiere und nachher das, habe ich immer nur eines. Das heißt, ich markiere das, drücke nachher die Steuerungstaste und markiere einen zweiten Bereich. Dann haben wir hier zwei Bereiche drinnen stehen. Und jetzt, wenn ich auf Übernehmen klicke, passt es auch. Wenn ich nur bedingte Formatierungen irgendwo erweitern will, dann ist das meiner Ansicht nach der bessere Weg, dass man den Regel verwalten, auf Regel verwalten geht und die Regel entsprechend erweitert. Mit dem Pinsel übertragt man zum Schluss mehr. Ja, Formate, die man gar nicht übertragen will. Ja, also bedingte Formatierung, wie gesagt, gibt es jede Menge Möglichkeiten, da irgendwas zu adaptieren. Und so schaffen wir es,
dass wir eine Tabelle haben, wo uns augenscheinliche Sachen ins Auge stechen. Jetzt kann man natürlich sagen, puh, ja, jetzt haben wir da ein paar Sachen drinnen. Ein paar Sachen, nicht viel. Wie schaut das aus, wenn ich nur eines will? Ja, ich will da drin in der Tabelle will ich suchen, und ich möchte das von dieser Tabelle bekommen, praktisch. Ja, also ich möchte sagen, ich möchte irgendwo eingeben können, Bremsseil, und es soll mir die Werte vom Bremsseil rausschmeißen. Ja, nicht, dass ich durch die, stellen wir uns vor, da sind 500 Einträge drinnen, ja, und dann muss ich durchscrollen und hoffentlich ist alphabetisch sortiert, ja. Wenn das auch nicht ist, na dann, gute Nacht, ja. Gibt es eine Möglichkeit? Ja, es gibt eine Möglichkeit, und zwar eine Verweisfunktion. Nächstes Mal machen wir den S-Verweis. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.